Jörg Hissek, der kreative Kopf von HD3, erklärt uns das Konzept des Uhrenmodells Slide. Das Konzept im Grunde ist es so, ich bin ja Uhrendesigner jetzt schon seit über 30 Jahren und die Marke HD3 ist vor 7 Jahren entwickelt worden. Und damals habe ich eigentlich hauptsächlich nur mechanische Werke gemacht und da haben wir die mechanischen Werke vom Design her verändert. Und vor 3 Jahren habe ich mir gesagt, Mensch, jetzt gibt es 4 Tourbillon, 5 Tourbillon in einer Uhr, so irgendwann muss ich ja mal hören. Und dadurch, dass ich eigentlich mehr von der Bildhauerei komme, also das heißt mehr von der Formgebung als Uhrmacher, ich sagte, irgendwie muss man das jetzt irgendwie was Neues ändern. Und dann lag es natürlich schon nahe, dass mit der heutigen neuen Technologie, ich meine, da gibt es ja Entwicklung mit den iPad und alles, habe ich gesagt, das muss doch möglich sein, eine hochwertige Uhr zu machen mit dieser neuen Technologie. Und das war das erste Konzept, die Grundidee. Und natürlich, die Skizzen kamen relativ schnell, aber es war eine große Entwicklungszeit, um die richtigen Partner zu finden. Und das Grundkonzept ist wirklich, eine hochwertige Uhr mit der neuen elektronischen Technologie zu machen. Die Mechanik ist auch drin, aber die ist natürlich anders ausgedrückt, weil alles, was in der Uhr ist, ist natürlich elektronisch, wird elektronisch dargestellt auf einem Bildschirm, aber die Mechanik funktioniert. Also die Werke, die könnten theoretisch auch mechanisch funktionieren. Also es ist nicht nur so, dass wir da irgendwie bei Bildchen wie ein Video, das ist schon eine mechanische Konzeption dahinter. Also ist eine Verbindung, eine psychologische Verbindung ist auf alle Fälle da. Also es ist so, Sie haben hier diese Uhr, gut, vom Design her, ich bin ja, zeichne ja schon lange Uhren, natürlich ist er sehr ergometrisch, muss man kurz drauf tippen, dann geht sie an. Und man sieht den ganzen Mechanismus. Und kurz da antippen, nachher stoppt sie wieder. Na, kannst du hier rumsliden, dann bist du hier in der Timezone, 3 Sekunden drauf und dann hast du hier, kannst du verschiedene Timezone einstellen, zum Beispiel wenn ich jetzt Hongkong bestätige Hongkong, und jetzt habe ich die Hongkong-Zeit und jetzt 17.20 Uhr in Hongkong. Dann gehe ich weiter hier, habe ich das Datum, sieht man, wie das Datum animiert ist, also heute ist der 4. November. Und dann haben wir die vier nächsten Wochen, also hier sieht man Freitag 4., Woche 44, gehe ich weiter die 4 Wochen, dann habe ich oben hier die Mondphase. Die Mondphase ist natürlich verbunden mit der Timezone, wo ich dann bin, ne? Weil der Mond ist ja nicht überall gleich. Und in der anderen Richtung komme ich runter, zum Beispiel dem Chrono. Hier sieht man die Hundertstel und dann hier die Sekunden. Um den Chrono zu stoppen, tue ich kurz drauf tippen. Und nachher 3 Sekunden oder 2 Sekunden, dann bin ich wieder auf Null. Dann kann ich hier ein Video, einen Film reinmachen. Ich habe 15 Minuten Film, man kann verschiedene, also private Filme kann man nachher da reinbauen. Und hier kann ich dann, ich habe 4 verschiedene Werke zur Verfügung, wenn man sie kauft, sind 2 drin. Ich tue jetzt das Werk wechseln, Engine, jetzt gehe ich zur Digitalversion und sage, ich möchte die ganze gleiche Uhr, aber in Digitalversion. Bestätige ich, tut sich die ganze Uhr umbauen und ich habe genau die gleiche Uhr, aber mit Digitalversion. Ist klar, dass die Bilder, die dahinter sind, kann man natürlich die privaten Bilder reinbauen. Das ist die Achse von Time-Achse und in der Richtung haben Sie die Lebensachse. Da können Sie dann die ganzen privaten Bilder rein tun und dann kann man im Computer reintippen, das Datum zum Beispiel von der Hochzeit oder Geburt, dann sieht man dann automatisch, wird dann abgezählt, wie viele Tage. Und in der anderen Richtung haben wir die Zukunft. Hier haben wir den Lader, hier haben wir diese 4 Verbindungen auch für den Computer und da hier unten haben wir nachher das Gegenteil. Die Uhr ist natürlich wasserdicht, eine Selbstverständlichkeit. Ne? Das wird dann hier einfach hier so dran und das wird magnetisch angepasst. Hier haben wir den kleinen US-Kabel, kommt dann ran und der wird dann verbunden mit dem Computer. Und vom Computer und über den Computer können Sie dann auch nachher neue Werke aufladen. Wir sind jetzt dran, das wird dann nächste Baselmesse aufgeführt, sind wir dran mit Uhrmachern. Die fanden die auch klasse. Die habe ich gesagt, jetzt macht zum Beispiel der Antoine Pressuso oder so, das ist ein bekannter Uhrmacher in der Schweiz, ich sage, jetzt mach mir mal ein Werk für die Uhr, was du dir vorstellst, was mechanisch funktionieren könnte, aber vielleicht so kompliziert ist zu machen, dass es das lieber für die Slide. Und die entwickeln jetzt für uns spezielle Werke nur für die Slide. Ist die Uhr über den Juwelier zu erhalten oder haben Sie eigene Shops? Nur über Juweliere. Und das war ja auch das Wichtige, weil so ein Produkt, damit es auch in der hochwertigen Welt bleibt,
kann ja nur über hochwertige Juweliere verkauft werden. Und eine Slide, die ist zwischen 5.000 und 6.000 Euro, man kann da nicht in, sagen wir mal, in Design-Shops gehen oder so, wo wir eine ganz andere Welt antreten, weil in Design-Shops sind natürlich sehr oft schönes Design, aber dann wird die Elektronik nicht mit einer Uhr verbunden, sondern mehr mit einem elektronischen Spielzeug. Und das wollen wir auf alle Fälle vermeiden. Und deshalb ist auch in dieser Uhr nur Dinge, die mit der Zeit zu tun haben, in der Uhr zu finden haben. Kein GPS oder kein Telefon oder keine Musik, hat alles mit Zeit zu tun.